Hallöchen, Hallöchen zusammen! Heute gibt es mal eine kleine Guide zu Borderlands 3, denn das fixt mich zurzeit richtig an das Spiel. Das macht übelst Spaß. Einer der humorvollsten Loot-Shooter, den es gibt. Und wir schauen uns heute mal eine der geilsten Waffen im Spiel an. Das ist nämlich diese, die ich in der Hand habe, die Butcher, der Metzger. Eine Shotgun mit einer Feuerrate. Irre. Irre Feuerrate, aber Schaden von einer Shotgun. Und das ist der absolute Hammer, das Teil. Und die wollen wir uns heute holen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die zu bekommen. Natürlich könnt ihr die als Zufallsdrop kriegen. Die hier habe ich tatsächlich als Zufallsdrop mal bekommen. Mit Level 16. Jetzt bin ich 43 und bräuchte meine neue. Und die will ich mir jetzt erfarmen. So, und da haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist hier Promethea. Wir sind hier gerade auf Promethea, auf der Karte Skyroll 27. Da müsst ihr also storytechnisch schon sein. Und dann müssen wir uns da oben in die kleine Ecke begeben. Und das wahrscheinlich ein bisschen öfter. Ich habe natürlich schon ein bisschen was vorbereitet. Vielleicht haben wir Glück. Mal schauen. Aber erstmal hinrennen. Erstmal hinrennen. Zweite Möglichkeit, da ist dann halt sehr viel Kämpfen angesagt. Hier ist nur Laufen, Laufen, Laufen. So, hier aufpassen, nicht runterfallen. Blub. Zerstört! Verdammte Haselnuss! Wuhu! Ja, die können wir ja legalisieren. Brauchen wir nicht. Einfach gerade durch. Hier gerade durch. Und da ist schon unser Ziel. Und genau hier spawnt jetzt der kleine Dinkelbot. Und der ist ans Level angepasst. Da brauche ich mit der Waffe natürlich nicht mehr ballern, weil die ist Level 16. Oh, wo sind hier die anderen? Lass mich in Ruhe. So, und da kommt was runtergefallen. Was Legendäres. Und zwar das Beutogramm. Und mit diesem Beutogramm könnt ihr jetzt auf das Sanctuary zu Crazy Earl gehen und euch was abholen. Natürlich wird man nicht so viel Glück haben, dass beim ersten Mal gleich die Butcher kommt. Aber sie kann da kommen. Und wir gehen jetzt mal dahin. So, da sind wir bei Crazy Earl. Hier können wir über Q Beuteprogramme einreichen. Und wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich habe Beutogramm ein paar gefarmt. Ich habe jetzt, glaube ich, 9. Ich gar nicht. 2, 4, 6, 8, 9 Stück. Genau. Also 9 Mal hingerannt, wieder zurückgesprungen. Hingerannt, zurückgesprungen, hingerannt. Immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt. So, jetzt machen wir. Jetzt versuchen wir es mal. Ich nehme deine Beutogramme. Oh. Mal sehen, wie der Koch steht. Oh ja, er Lucian's steht am Call und die Butcher. Die Butcher. Zack, gleich beim ersten Mal. Wie geil ist denn das? Da ist er. Der Hammer. Die muss ich gleich mal ausrüsten, gleich mal ausrüsten, gleich mal ausrüsten. Da, jetzt habe ich nämlich 43. Die macht jetzt 477 mal 3 Schaden und die alte war bei 61 mal 3. Ja. Komm. Mein Baby. Mein Baby. Oh ja. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Jo, da haben wir natürlich nochmal Glück gehabt hier. Noch, gleich noch eine Legendary, aber die ist uns erstmal egal. Das kann man ja alles mitnehmen. Ein bisschen Kohle. Kohle tut nie weh. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. So, da haben wir das schon. Also das ist wahrscheinlich mit einer der einfachsten Möglichkeiten, um die Butcher zu kriegen. Die zweite Möglichkeit ist ein Boss. Ist ein Boss. Und der. Gehen wir mal auf die Karte. Befindet sich auf Pandora.
Und hier muss ich selber erstmal gucken, wie es hieß. Der Gemetzelschacht. Der Gemetzelschacht. Genau, da müssen wir erstmal hin. Ich zeige euch gleich, wenn ich drin bin, mal, wo ihr den Gemetzelschacht freischalten könnt. Weil über die Story kommt ihr da nur vorbei und ihr müsst aber hier, genau, in Konrads Schacht. Da gehen wir jetzt mal zurück. Dann zeige ich euch, wie ihr da hinkommt. Genau, Viehzeug. So, dann schauen wir mal. Ihr kommt da unten an. In Konrads Schacht. Und müsst dann hier halt durchlaufen. Hier oben rüberlaufen. Zack. Und da geht's dann hin. Da ist dann sozusagen der Zugangspunkt. Und da gehen wir jetzt wieder rein. The Slaughter Shaft. Klingt natürlich auf Englisch ein bisschen cooler. Das Gemetzelschacht. So, und hier müsst ihr eine Quest machen. Und zwar diese. Ich muss zugeben, nach deiner letzten Vorstellung haben meine Brüder und Schwestern ein bisschen die Hosen voll. Aber diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Nur Zuspieler. So. Welches Gemetzel ist das nochmal? Scheiß drauf. Los, ab geht's. Genau. Ich werde die mal aktivieren. Gemetzel. Der Gemetzelschacht. Ring des Gemetzels Missionen. Das ist eine Spezialmission. Hier müssen wir jetzt 5 Runden überleben und jede Runde besteht aus 3 Wellen. Und da gibt es immer noch optionale Ziele. Also das dauert eine Weile. Und in der letzten Runde kommt der Boss. Und ich spiele jetzt mal bis dahin. Also bis gleich. So Leute, jetzt sind wir in der letzten Runde, in der letzten Welle. Und jetzt kommt gleich der Boss, der Titan. Na, mir hält auch gerade ein bisschen die Muni von meiner Notebook aus. Die sind auch richtig geil. Super rasender Titan, da ist er. Kannst du glauben, dass du die Runde überstanden hast? Moment, was hält dich denn da? Natürlich hast du, verdammter Badass! Haha, wie geil! Und gleich nochmal die Butcher! Gleich nochmal die Butcher! Sehr geil, sehr geil. Genau so muss es laufen. Also beim Titan hier, zweite Möglichkeit, haben wir eine Drop-Chance von 33%, die Butcher zu kriegen. Oh, und dann ist ja hier zum Schluss auch noch so eine schöne Kiste. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Nehmen wir da gleich mal mit. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, dann sollen wir noch die Quest abgeben, aber das ist ja hier für diesen Guide total unwichtig. Wir gucken uns die Butcher mal an. Da. Die Butcher vergleichen wir mal mit der. Die macht... oha!
Die macht nicht mal 3, die macht mal 6. Also wesentlich mehr Schaden. Hat höhere Zielgenauigkeit. Das ist immer so eine Sache, ja, wie es ausgerollt wird. Dafür hat die andere 135% Waffenschaden. Aber die andere macht ja trotzdem wesentlich mehr. Dafür braucht die doppelt so viel Munition. Oha, oha, oha. Muss man echt überlegen, welche man nimmt. Aber das ist ein Luxusproblem. Das ist ein Luxusproblem. So eine geile Waffe. So eine geile Waffe. Also der Hammer, der Hammer, der Hammer. Ja, Leute, jetzt wisst ihr, wie ihr an die Butcher rankommt. Und das geht tatsächlich echt sehr schnell. Ich wollte es jetzt hier mit euch mal testen. Und hat auf Anhieb gleich alles funktioniert. Taketsu würde jetzt sagen, ich bin ein Lacker. Ja? Bin ich gar nicht. Sehr geil. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß im Borderlands 3 und gebt mal Bescheid, wie lange ihr gebraucht habt für die Butcher. Oder welche Waffe ihr favorisiert. Da gibt es ja noch ein paar andere schöne, so wie die No Pew Pew hier. Die ist ja auch der Hammer. Ja? Da werde ich wahrscheinlich dann auch noch ein Video zu machen. Alles klar, dann danke ich euch fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.